Diesmal zeige ich euch, wie man aus einer einfachen Papierserviette einen Serviettenfuchs falten kann. Dafür nehmen wir wirklich eine ganz normale Papierserviette und wenn die auf einer Seite unbedruckt ist, dann beginnen wir, indem wir die unbedruckte Seite nach oben legen. Jetzt die untere Spitze der Serviette auf die obere Spitze falten. Dadurch entsteht dann so ein Serviettendreieck und die beiden Seiten des Dreiecks, also die Spitzen von unten, falten wir genau auf die obere Spitze. Jetzt klappen wir die rechte Seite unter die linke. Dabei ist es wichtig, dass jetzt die offene Seite der Serviette nach links zeigt. Jetzt einfach umblättern, das erste Stück der Serviette auf der linken Seite und bei etwa 2 cm nach rechts wegfalten. Und diese Falte schön nach oben andrücken, so lange, bis sich hier dieses Dreieck öffnet. Wir sehen schon, hier bilden sich die beiden Ohren vom Fuchs und vorne die Schnauze. Die Schnauze muss jetzt nach unten weggefaltet werden, sodass so ein kleines Dreieck entsteht. Noch den Schwanz vom Fuchs nach innen klappen. Und schon ist der Fuchs fertig. Der steht am besten, wenn man ihn an ein Glas stellt. Viel Freude beim Nachfalten und bis zum nächsten Mal bei Tipptiger.